Strom wird gebraucht, ganz egal, wohin man schaut, ob zu Hause oder im Gewerbe. In den vergangenen Monaten waren vor allem die Strompreise für Neukunden sehr hoch. Ein Wechsel des Stromanbieters deshalb sehr unattraktiv. Das hat sich jetzt allerdings wieder geändert. Seit 1.1. diesen Jahres 2023 unterscheiden wir nicht mehr zwischen Neukunden und Bestandskunden. Sowohl im privaten wie auch im Gewerbe sind die Preise für die Produkte gleich. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Unterschied mehr zwischen Bestands- und Neukunden. Das heißt, die Kilowattstunde kostet jetzt für alle gleich viel, nämlich aktuell 32,4 Cent. Nachdem das aber im Vergleich zu den vergangenen Jahren immer noch sehr hoch ist, gibt es mehrere Wege, um zu günstigeren Stromkosten zu kommen. Für die Kundinnen und Kunden der Salzburger AG gibt es im privaten Bereich einerseits den Stromkostenzuschuss des Bundes. Da braucht man gar nichts tun, das wird automatisch abgezogen. Zweitens gibt es den Energiekostengutschein, den haben über 140.000 unserer Kundinnen bereits eingereicht. Die 150 Euro werden bei der nächsten Jahresrechnung abgezogen. Und zusätzlich gibt es von der Salzburger AG noch einen Salzburger AG Stromheizungszuschuss. Da übernehmen wir sozusagen den Stromkostenzuschuss des Bundes und deckeln 2.900 kWh mit 10 Cent und reduzieren somit den Energiepreis beträchtlich. Zusätzlich gibt es ab sofort für alle Haushalte mit einer Wärmepumpe, die aber auf keinem eigenen Stromzähler hängt, ebenfalls noch eine weitere Förderungsmöglichkeit der Salzburger AG. Den Antrag dafür können Sie ab sofort bis Juni 2023 auf www.salzburg-ag.at einreichen. Neben Privatkundinnen und Kunden hilft die Salzburger AG aber auch Klein- und Mittelbetrieben, um ihre Energiekosten zu senken. Ja, auch das Gewerbe oder die kleinen und mittleren Betriebe in Salzburg sind natürlich von den steigenden Energiepreisen betroffen und auch hier hat sich die Salzburger AG etwas überlegt und deswegen gibt es für alle Gewerbebetriebe für den allgemeinen Verbrauch, für ihre Anlagen, die sie zum Produzieren, die sie für ihre Dienstleistungen brauchen, 100 Freistromtage, also bis zu 100 Freistromtage, die automatisch dann vom Energiepreis abgezogen werden. Alle Kundinnen und Kunden, die von einer Strompreiserhöhung betroffen sind, wurden bereits in den vergangenen Tagen kontaktiert. Die Teilbeträge werden entsprechend angepasst, damit es zu keiner hohen Nachzahlung kommt. Alle Hintergrundinfos finden Sie auf www.salzburger.at/strompreis.